Polish Beer Friday und heute mit einem Double Feature. Das zweite Bier steht hier vor mir. Es hat wieder mit einem Bierfest zu tun. Was das Ganze bedeuten soll, verrate ich euch in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und mit mir heute das zweite Bier an einem Polish Beer Friday verkosten wollt. Und der Grund ist ganz einfach. Ich habe ja ein Weißbier gebraucht für die Weißbierwoche, aber es ist auch heute an diesem Wochenende ein Bierfestival, das meiner Meinung nach seinesgleichen in Europa sucht. Und da bin ich morgen früh unterwegs hin. Es geht nach Breslau zum der Biergeek Madness 2024 unter dem Titel Future. Und da hat es ja letztes Jahr zum ersten Mal 3 Festivalbiere gegeben, die Brovas Domostov, die das Bierfestival ja ein bisschen mitveranstalten, zusammen mit teilnehmenden Brauereien gebraut haben. Und das hier ist eine, finde ich, der spannendsten Kollaborationen. Die ist zusammen gemacht mit einer Brauerei aus Kanada, die da Third Moon heißt. Und die kommen aus Milton in Ontario. Und Milton, habe ich mir gedacht, hey, Moment mal, kennst du doch Dogfish Head? Nee, es ist ja Ontario. Und Milton, Ontario, liegt südwestlich von Toronto, also in der Nähe von Niagara Falls. Da hat man natürlich die Nähe zu Amerika auch und hat dann nochmal einen entsprechend größeren Absatzmarkt. Also, die haben zusammen mit Brovas Domostov ein Bier gebraut, ein New England Double IPA. Und Double deshalb, weil es auch 8 Volumensprozent hat, 18 Grad Plato. Also für uns wäre das ein veritabler Doppelbock. Und Third Moon selber stehen für ja moderne IPAs, das heißt viel Aroma, wenig Bittere, das schreiben sie selber auf ihrer Webseite, machen aber auch Pastry Stouts mit Ahornsirup, also die können auch die ganz verrückten Klaviaturen spielen. Und Chris und Bebo, die beiden, die die Brauerei gegründet haben, die sind auch heute noch mit dabei und sind offensichtlich auch verantwortlich für dieses Bier. Und ich bin mal sehr gespannt, ob ich einen von den beiden dann morgen auch auf dem Festival treffen würde. Hier selber reingekommen ist von den Zutaten her, und jetzt muss ich kurz schauen, es ist Gerstenmalz und Haferflocken, also kein Weizen, sondern Gerstenmalz und Haferflocken. Und dabei ist dann noch Strata, Moteca und Citra in der Lupomax-Variante reingekommen. Also wir können uns hier auf so eine oder andere spannende Frucht freuen. Citrus wird definitiv mit dabei sein. Und was wir dann auch so finden, werden wir gleich rausfinden. So, dann genug geredet. Nochmal ein bisschen den Bodensatz aufschütteln. Und solltet ihr in der Nähe von Breslau wohnen, das ist ja zur deutschen Grenze jetzt gerade nicht so weit, dann macht euch auf den Weg. Es gibt auf jeden Fall noch Tagestickets. Könnt auch schauen, biergeekmadness.pl. Da ist immer der aktuelle Stand der Tickets, die noch zur Verfügung stehen, weil man zahlt einmal Eintritt und dann sind alle Kostproben frei. Und einmal am Abend werden auch die Biere gewechselt. Also das finde ich ist ein ganz spannendes Konzept. Und es sind auch viele Brauereien aus den USA mit dabei. Ja, ein schönes hellgelbes, gleichmäßig getrübtes Bier. 1,5 Finger breit eines schönen, feinen Schaums. Und Kohlensäure kann ich euch nichts sagen. Sieht man einfach nicht. Das Ganze ist wirklich super milchig. In der Nase. Oh, und da ist sie schon, die Frucht. Die Zitrusfrucht. Aber eher so Grapefrucht. Ein bisschen Orange vielleicht. Jedenfalls schön süßlich. Tropische Frucht auf jeden Fall. Mango, Maracuja, Guave, so diese Ecke. Aber alles auch wieder schön reif. Also viel Aroma, wenig Bittere. Ich würde mal sagen, fürs Aroma ist schon mal gesorgt. Mit der Bittere. Das checken wir jetzt mal. Sehr zum Wohl. Cheers. Wow. Also, kräftiger Hopfeneindruck. Auch ein kräftiges, volles Mundgefühl. Grapefrucht auf jeden Fall jetzt ganz klar da. Tropische Frucht eher so ein bisschen in zweiter Reihe dahinter. Das arbeitet sich so langsam ein bisschen durch. Auch wieder so diese Mango-Maracuja-Richtung geht. Eher tendenziell jetzt Maracuja. Aber auch eine kräftige Süße. Schöne mittlere Bittere. So zurückhaltend finde ich die gar nicht. Die passt aber sehr harmonisch dazu. Also vielleicht haben sie einfach damit auch gemeint, jetzt nicht so die ganz fette Packung Bittere. So. Pinie auf jeden Fall mit am Start. 8 Volumenprozent Alkohol. Nö. Weder Schärfe noch Wärme.
Das passt perfekt. Bier ist natürlich auch schön gut gekühlt. Richtig schön weich, super juicy. Also das ist wieder so New England at its best. So soll es dann auch sein. Und so eine bisschen höhere Viskosität durch die Haferflocken dann da drin. Also dieses volle Mundgefühl ist einfach schon so ein bisschen das Kennzeichnende von diesem Bier. Und ja, richtig schön vollmundig. Ich finde es ein herrliches Bier, kommt dann auch mit einem ja, mittleren bis volleren Körper daher. Feine, mittlere Kohlensäure und die Textur ist extrem samtig. Da kann auch der leichte Hopfen da nichts oder der relativ kräftige Hopfen kann da das nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Sehr samtig, weich von der Textur her, richtig, richtig schön. Und auch der Nachtrunk, weich, juicy, Pinie, richtig angenehme, bittere, tropische Frucht und ja, die kräftige Haferflockennote, die macht das Ganze dann nochmal so richtig voll im Mund. Ich muss ganz ehrlich sagen, so muss New England IPA, so machen Kollaborationen Sinn. Das New England Double IPA von Browarstwo Mostów aus Polen und Third Moon aus Kanada, aus Milton in der Nähe von Toronto. Und von ProbierTV gibt es für dieses Bier wohlverdiente 4,5 Punkte für ein New England Double IPA anlässlich der Biergeek Madness aus der Dreier-Serie. Und die Brauerei ist eben auch jetzt am Wochenende in Polen, in Breslau, bei der Biergeek Madness. Dann soll es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Sag danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Dann, morgen ist ja Sonntag, da haben wir gar nichts vor. Morgen ist Samstag, da gibt es noch ein Supermarktbier. Genau so haben wir es jetzt geregelt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall mit einem weiteren abschließenden Supermarkt-Weißbier am morgigen Samstag. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.